Lifestyle of the poor and dangerous. Was es alles gibt, das glaubt man nicht, ja. Pferdezahnbehandlung. Was kostet so eine Pferdezahnbehandlung? Diana wollte es mir nicht verraten. So, Diana hat mich auf jeden Fall gerade dran erinnert, was eben jetzt mit den Spenden ist, ja. Weil ich muss ja auch eben meine Zähne machen lassen, ja. Die fangen nämlich schon wieder an zu schmerzen. Das ist gar nicht gut, ja. Und ihr müsst jetzt auf jeden Fall dringend spenden. Bei uns in Kelzerbach gibt's schöne Pferde. Da gehe ich immer in den Stall eben, um die zu streicheln, ja. Reiche Menschen haben ja viel Geld, ja. Die lassen sogar die Zähne von den Pferden machen, ja. Und da in den Hochhäusern in Deutschland, da saufen sich den Ast voll, ja, und haben fast keine Zähne mehr in dem Mund, ja. Denen müsst ihr auch mal helfen und nicht nur Tieren, ja. Es gibt ja wirklich Menschen, die behandeln Tiere besser als Menschen.